Herzlich willkommen zu Folge 77 von Die Siedler 2 History Edition Weltkampagne Mission Nordasien. Ich bin Sudan Simon, es freut mich sehr, dass du am Start bist. Okay, das Katapult hier steht, das wird jetzt ein bisschen was wegschießen können, das ist schon mal nice. Wir haben vermeintlich so eine überlegene Militärstärke, aber wir ich glaube, den Turm können wir einreißen zum Beispiel. Aber das ist halt auch schon. Wir können, keine Ahnung, wenn wir den Stein da abgebaut haben, das hier wegmachen. Aber große Würfe schaffen wir damit nicht. Wir haben vielleicht, wir sehen vielleicht die Hälfte der Karte oder haben die Hälfte der Karte eingenommen. Kann der eigentlich aufs Hauptgebäude auch schießen? Das Katapult. Spannend finde ich ja, dass der rote Gegner bald nochmal eine stärkere Militärmacht ist als der gelbe. Die haben ja halt Gold und alles noch, das nervt. Damit sind sie uns auf jeden Fall überlegen. Sie haben nämlich keine Münzen mehr. Irgendwo haben wir noch 4 Münzen rumliegen. Ich werde zumindest mal eine Münzbrickerei anschalten noch. Thank you.
Das ist echt mies. Also ich glaube, hier war noch Kohle. Da war auch Gold. Allerdings sind die gelben, oder zumindest der Turm ist sehr stark besetzt. Das macht es alles nicht einfacher. Leider kann das Katapult offensichtlich nicht das Haupthaus beschießen. So, dich holen wir noch raus. Ich glaube, dich kann man auch noch sparen. Haben wir sonst noch irgendwo ja, dich können wir sparen. Mein Fisch, wie sieht's denn aus mit Nahrung? Ich glaube, wir haben genügend Nahrung. Wir haben mehr als genügend Nahrung. Ich weiß nicht, ob die beide reichen, um den Bauernhof hier aufrechtzuerhalten. Okay. Ich meine, wir lassen jetzt die letzten verbleibenden Münzen noch herstellen. So, wir haben jetzt hier eigentlich alles runtergeballert.
Was man natürlich noch machen könnte, wäre der Weg hier oben wegmachen. Wir haben hier unten noch eine Versorgungslinie. Da wird man nochmal 3 Einheiten gewinnen. Eisnahme hier. Ich habe das Falsche gebaut. Ich halt. Ja, die Kohle werden es hier. Abbauen, was abzubauen ist. Mal schauen, ob wir hier noch was ausmachen können. Es geht direkt los, ne? Und natürlich haut das Katapult mit weg, ey. Wir können uns da einfach nicht festsetzen, das ist furchtbar. Wenn man das einnimmt, muss ich es wieder abreißen. Es ist nur ein Grab für Einheiten. Mehr ist es traurigerweise nicht. Und natürlich verlieren wir noch den Kampf, ey. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Thank you.
Zuerst mal keine Katapulte. Was sagt hier die Statistik? Die haben immer noch gewaltig viel Land. Was sagt... Ja gut, das war's dann also. Mit unseren Münzprägereien. Solange wir kein neues Gold finden. Sprich, brauchen wir auch nicht mehr darauf warten, irgendwie. Voranzukommen. Da ist nichts mehr zu holen. Da sind dann noch super viele Einheiten drin. Dein Ernst? Haben wir hier mal einen Aussichtspunkt? Also der gelbe Gegner scheint hier unten zu sein und der rote scheint vor allem noch hier oben zu sein. Okay. Schwache Einheiten haben auf jeden Fall noch genügend. Ich habe irgendwas gehört. Na gut, Wasser ist jetzt nicht nichts Prickelndes. Da bauen wir schon. Ich würde ganz gerne halt das hier einnehmen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch was abbauen können. Beziehungsweise hier. Doch, du kannst schießen. Ich wollte gerade schon mich aufregen.
So, da haben wir das nochmal geholt. Vielleicht war das noch Kohle hier. Wir müssen einfach jedes kleine, noch so kleine Vorkommen erschließen. Eisen haben wir genügend, ne? Also Eisenerz, Zinkdammkohle. Im Idealfall finden wir noch irgendwo Gold. Wenn ich da nicht mehr ganz dran glaube. Ich glaube, ich kill wirklich hier die Verbindung. Da wenigstens nochmal zwei Steigeeinheiten. Aber der gelbe Gegner kann mich immer noch genügend ärgern. Also er scheint das deutlich kleinere Gebiet zu haben und einfach noch super viel Generäle übrig zu haben. Komm jetzt, schick doch die Einheiten da oben mal raus, wirklich. Aber wir finden da leider auch nichts mehr. Natürlich verlieren dann noch unsere Generäle jetzt gegen den einen Typen. Ja, da ist nichts mehr zu holen. Ach, das nervt mich. Aber ich muss aufhören. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen rein. Ciao, ciao.